Okay, stecke die Häuser in Brand. Das kriegen wir wohl irgendwie hin. Da ist was Goldenes. Alter, es ist gerade... wenn man gerade von Hand kommt, ist das echt sehr ungewohnt gerade hier. Mit dem Controller zu zocken, muss ich sagen. Maul halten. Evo, bist du bald fertig? Hast du ein Nickerchen gemacht? Alter. Genug, ich will Blut sehen. Das überrascht mich jetzt ja. Bei den Göttern. Du bist ein tollwütiger Hund, Eva. Ah, so kann man es sagen. Ah, okay, doch geht. So, hier auf dich einmal. Flupp, da hast du meine Axt, Junge. Boah. So, Moment, wo sind hier denn, wo stehen denn hier noch Häuser und sowas? Moment, hier, ein Hallo, plündern, komm schon. Nicht tragen, plündern. Dankeschön. Hier, guck, da ist auch noch ein Häuschen. So, fackeln wir das nochmal ab. Ganz nach Wikingerart. Oh, da oben gibt es einen Schlüssel. Den möchte ich mir ja tendenziell schon eher holen, ne? Mit dir? Iva, er ist tot. Hallo. Ruhig, Brauner. Mensch. Ist aber Schluss hier. Aue. Pech mit dir. So, da hätten wir einen Schlüssel. Wahrscheinlich für... Oh, Moment, was ist hier alles? Ah, gucke mal. Kupfernickelbarren. Jawohl, danke schön. Die nehmen wir mit. Und was haben wir hier? Was zu lesen? Oh, auch wenn es hier gerade brennt, ne? Man kann ja mal... Trost in Kriegszeiten. Vater Serek, der Krieg ist endlos, aber wir können Trost darin finden, dass unsere Feinde auch Christen sind. Sie haben das Land samt der Kirche erobert, in der ich stehe, aber doch kann ich meine Messe abhalten wie eh und je. Sollten unsere Soldaten unterliegen, sind wenigstens die Seelen unseres Volkes nicht in Gefahr. Vater Alving. Ah. Okay. Nehmen wir hin. Jetzt ist die Frage, da unten ist noch irgendwo irgendwas Goldenes. Erstmal hier, ne, ist ja auch ein Haus, denke ich mal. Zack. Fackel drauf. Und weil es ein großes Haus ist, noch eine Fackel drauf. Ah, es brennt. So, und irgendwo da. Lass mich raten. Aha. Als ob wir das von mir hätte verstecken können. Bam, Junge, da bringt dir dein Schild gar nichts. Ah, und die Hütte muss noch dran glauben. Okay. Das machen wir. Fackel rausholen, werfen, brennen. Brennt es? Jetzt brennt es. Ah, und da sind auch noch. Na, na komm, wenn wir schon mal dabei sind, ne, dann können wir auch. Also, ne, die Tastenkombination, sag ich jetzt mal, die
Fackel rausholen. Die ist natürlich auch nicht mal eben so gemacht, ey. Zumindest nicht, wenn man nebenbei läuft. Evo, da kommt Önir. Aufgewühlt wie die See im Winter. Moment, wo? Da. Töte Önir und seine Männer. So, gut, ne? Ja, Moment, halt. Ich bin ja mehr so der Heimliche, ne? Ey, willst du mich jetzt verarschen? Du kannst hier nicht hoch. Aha. Kommst du darauf, dass hier wer Feuer gelegt hat? Nein! Ach, als ob. Ah. Na gut. So, machen wir erstmal ihn hier. Und bam, Junge. Hier, nimm mal einen Stiefel. Was hat denn der? Alter, der hat Speer und Schwert. Oh, hier, nimm nochmal meine Äxte. Oh, shit. Moment. Ey. Elegant ausgewichen, Keule, aber... Hier, nimm das nochmal. Mensch, was fällt dir denn ein hier? So. Oh, shit. Keine Ausdauer mehr, Moment. Aue! Jawohl, Alter. Hinfort. Und, nein, Junge, ist jetzt aber hier... Mann, Mann, Mann. What? Hä? Okay. Die haben sich jetzt zurückgezogen, oder wie? Dann sehen wir uns unsere Handarbeit mal näher an, Theolbert. Komm mit, Evo. So, wo will denn der Bekloppte jetzt hin hier? Sieh her! Sieh dir dieses Meisterwerk an! Aha. Meinst du? Muss ich mit dir reden oder passiert hier irgendwas? Ah ja, jetzt. Evo! Hast du Cheolbert kämpfen sehen? Der besteht nur noch aus Eiern! Ich bin dankbar für den Sieg und bitte um Vergebung für die Toten. Oh, Cheolbert, dein Gott langweilt mich zu Tode. Lach doch mal, wir haben gesiegt. Und ich hatte keine Freude dabei, Iva. Evo und ich sind hierfür gemacht, Bursche. Schwertgesang, Blutnebel, zermalmte Knochen und zerborstene Zähne. Hat dir das Blut gereicht, Iva? Wir haben genug vergossen, um Fenriers Durst zu stillen. Und das reicht dir? Cheolbert... Was hältst du von alledem? Bist du zufrieden mit unserem Sieg? Ich denke schon. Ich muss so schnell wie möglich über Rodri Bescheid wissen. Was hat er jetzt vor? Er wird die Flammen sehen und wissen, dass Westburg zerstört wurde. Diese Eiterbeule meint, nur ein Drache könnte ihn bezwingen. Es wird sich schon bald zeigen. Wir wollen Frieden, Iva, nicht Rache. Wenn du das nicht gutheißen kannst, geh zurück nach Heopedun. Du kennst Rodri nicht wie ich, Evo. Du weißt nicht, was für eine verlogene Ratte er sein kann. Genug Gerede vom Töten. Ich brauche einen Moment Ruhe. Du brauchst Met. Nein, Iva. Richtige Ruhe. Ein Spaziergang im Wald, um durchzuatmen. Oder angeln. Würdet ihr mit mir angeln gehen? Angeln? Willst du deinen Wurm in eine warme Pfütze tunken, ja? In der Nähe gibt es einen kleinen Teich. Kommt ihr mit? Nutzen wir alle den Moment, um unser Blut abzukühlen. Gleich hier drüben. Ich verstehe Angeln nicht. Wo bleibt der Nervenkitzel? Ein Fisch hat keine Chance, mich zu töten.
Mhm. Kommt auf den Fisch an, würde ich sagen. Ne? So eine kleine, so ein kleiner Barsch oder so. Na, unwahrscheinlich. Ein Hai. Hier ist eine gute Stelle. Lasst uns Aale angeln. Jolaf liebt Nesselsuppe mit frisch gefangenen Aalen. Ich angle nicht. Macht, was ihr wollt. Okay. Jetzt lerne ich also das Angeln, sagst du. Kann ich das irgendwie hier oder wie? Ah. Hier gibt's viele hungrige Fische. Oh, oh Gott, Moment. Alter, was? Oh Gott. Okay, er hat zwei, um den Fisch an den Haken zu bekommen, sobald er anbeißt. Aha. Ha. Okay, das ist jetzt ja spannend. Da beißt einer an. Sieh ihn aus. Okay. Alter, komm her, du. Komm her, du Mistvieh. Ja, du bist doch nur ein dämlicher Aal. Hallo. Mann. Oh. Ey, sag mal, wie schnell soll ich X denn drücken? Also auf jeden Fall ist ganz schön Spannung. Sag mal. Alter, das ist ja mal richtig kacke. Oh. Alter, jetzt komm hier. Ey, das ist ja mal richtig kacke. Wer hat sich das denn ausgedacht bei Ubisoft? Und hat gedacht, yo, das ist gut. Ey, Alter. Boah. Da weist einer an. Zieh ihn raus. Vor allem muss auch echt X. Hier. Drücken. Mann. Ah, der ging wenigstens mal. Ja, yeah, nein, hat sich gerade bewährt. Da beißt einer an. Zieh ihn raus. Na. Komm! Alter. Okay, also damit ist Assassin's Creed Valhalla offiziell ein Spiel, in dem mir das Angeln keinen Spaß macht. Alter, das ist auch wieder so ein Drecksaal. Oh, wo will der hin? Hallo. Komm hierher. Mann, jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Komm hierher, du. Bischof Jola wird sich freuen. Los, Alter. Erzählen wir Iva von unserem Fang. Boah, bloß verlassen. Alter, bloß nie wieder angeln. Es hat länger gedauert, als das Dorf zu plündern. Wir haben Aale fürs Essen gefangen. Der Bischof wird sich freuen. Da kommt der Einfallspinsel. Ah, ein eigenartiger Brauch, um den Sieg zu feiern. Doch andererseits, war nicht auch Simon Petrus ein Fischer? Bischof, sei gegrüßt. Wir haben alles für eine vorzügliche Suppe. Danke, Gilbert. Doch mein Herz ist schwer. So viel Zerstörung. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Du hättest Cheolbert kämpfen sehen sollen. Er wird ein alter Mann mit Eiern. Rau und furchteinflößend. Ich sollte eher gut und gerecht sein, doch ich weiß das Kompliment zu schätzen. Ich ließ den Bretonen eine Nachricht zukommen. Ich bete, dass König Rodri offen ist für Frieden. Trotz des Mordes an seinem Bruder. Es hat sich doch ausgezahlt.
Sieh, wohin es uns gebracht hat. Die Bretonen winseln um Gnade wie wimmernde Welpen. Wir haben ein Dorf niedergebrannt, ja. Aber das garantiert keinen Frieden. Um ihn zu sichern, brauchen wir eine andere Stärke. Zurückhaltung. Unsere nächsten Schritte sind entscheidend. Nach allem, was in Quadfort geschah, ist klar, dass Iva sich bedeckt halten muss. Bedeckt halten? Nach allem, was ich getan habe, soll ich mich verkriechen? Der gute Bischof hat recht, Iva. Dein Herz schlägt für den Krieg, nicht für den Frieden. Leck mich, Wolfsmal. Ich kenne Rodri und die Spielchen, die er spielen wird. Das ist meine Warnung an euch. Wenn du es furzen hörst, ist das mein Willkommensgruß an das Schwein. Du hast seinen Stolz verletzt. Wenn du ein Heilmittel kennst, dann um Odins Willen gib es ihm. Sein Stolz macht ihn schwierig und seine Wut unberechenbar, aber er macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Ich glaube, ich jage ihm ein großes Wildschwein. Dann rösten wir es über dem Feuer und erzählen uns Geschichten vom Krieg. Das wird ihm gefallen. Bischof, wir müssen uns auf Rodris Ankunft vorbereiten. Ruf deine Männer und schlag hier ein Lager auf. Bald wird über Krieg oder Frieden entschieden. Aber nicht jetzt. Wir müssen warten. Ich hasse warten. Alles liegt in Gottes Hand. Wir können nur beten und für diesen Augenblick der Ruhe dankbar sein. Die Bretonen sind da! Der Augenblick ist vorbei. Hier entlang, bei der großen Eiche! Wo ist Scheolbert? Als zukünftiger Aldermann sollte er bei diesen Gesprächen zugegen sein. Er ging jagen. Ein Wildschwein, sagte er. Das ist schon eine Weile her, oder? Wir können nicht warten. Wir sollten jetzt Frieden schließen. Lady Angarad, sei gegrüßt. Wir kommen, um Frieden zu schließen. Wir freuen uns, das zu hören. Doch wo ist der große König? Er bleibt in der Feste auf mein Geheiß. Ich war in Sorge, er könnte Iva den Meuchler erzürnen. Wir haben den Meuchler in sein Zelt verbannt. Dass wir beide uns um kriegslüsterne Gefährten sorgen, zeigt wohl, wie ähnlich wir uns sind. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich sehe diese Gemeinsamkeit als einen Segen. Vielleicht können wir diesen Krieg also doch noch beilegen. Unsere Völker haben genug gelitten. Und dein Vorschlag lautet? Wir ziehen alle Soldaten hinter die althergebrachten Grenzen unserer Lande zurück. Wir bitten lediglich um einige Tage Zeit, um unsere Habseligkeiten aus der Feste Kausto zu schaffen. Im Gegenzug schwört ihr, alle Feindseligkeiten sofort einzustellen. Diese Bedingungen sind großzügig. Die Waffen ruhen. Sehr wohl. Gelobt sei der Herr für diese schnelle Einigung. Gott sei mit dir und deinem König, Lady Angarad. Nun denn, ihr habt einen guten Krieg geführt. Lasst es nun zu einem dauerhaften Frieden kommen. Eivor, am Anfang dieser Verhandlungen gabst du mir Silber, um einen Weg zum Frieden zu ebnen. Da wir den Frieden auf anderem Wege erreicht haben, möchte ich dir das Silber in Form eines kleinen Geschenks zurückgeben. Bitte nimm es an. Das ist sehr fein gearbeitet. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin fassungslos, Eivor. Jahre des Blutvergießens wurden im Handumdrehen beendet. Das war ein schwieriger Weg, Bischof. Scheolbert muss die frohe Kunde erfahren. Berichtest du es ihm, wenn du ihn siehst? Ich suche ihn gleich auf. Na, das war nur einfach. Ne, böse Zungen würden jetzt behaupten, ne, Putin, hast du gesehen, wie das geht? Aber okay. Scheolbert. Gucken wir mal. Der ist noch nicht hier, oder? Proviant voll, okay. Ach, jetzt kann ich hier nicht noch. Das ist doch irgendwie scheiße, ist das doch. Mann, ey. So, Kann ich immer gleich hier hochklettern? Na, Gott sei Dank.
Gut, dann schauen wir mal, was ist hier im Zelt los? Wo verflucht treibt sich Cheolbert nur herum? Irgendwer muss es doch wissen. Na, gucken wir mal, was steht denn hier zu lesen? Brief an Cheolbert. Mein Sohn, Bischof Diorlaf berichtet mir, dass du auf dem besten Wege bist, ein guter Anführer zu werden. Daran hege ich keinen Zweifel. Bald wirst du Aldermann sein und, wenn meine Zeit gekommen ist, sollst du König werden. Dein Vater, Cheolwulf von Mercia. Ja, schweres Deutsch. Oder Englisch, ne? Ihr wisst, was ich meine. Gut. Denn sprich bei Cheolberts Zelt mit den Wachen. Okay. Ich suche nach Cheolbert. Hast du ihn gesehen? Als ich ihn zuletzt sah, schärfte er Pfeilspitzen. Chapeau. Hast du Cheolbert gesehen? Was kümmert es mich, wann der Ätherling kommt und geht? Frag jemand anderen. Sehr gut. So, wo haben wir? Da haben wir noch wen. Ach, scheiße, Eva. Ob ich mit dem reden will, weiß ich nicht. Ja, was ist denn mit dir? Hey, Eva. Hast du Cheolbert gesehen? Mein Bruder hat ihn gesehen. Der ist sternhagelvoll, was? Um den Frieden zu feiern. Hat schon früh angefangen. Wach auf. Wo ist Cheolbert? Cheolbert? Hat niemand hier Cheolbert gesehen? Nur Erdränger. Und du wirst warten müssen, bis er ausgenüchtert ist. Betrinkt er sich oft so dermaßen? Bei allen Göttern, ja. Zweimal die Woche. Einmal 3 Tage lang, einmal 4 Tage lang. Und sonntags doppelt. Und wenn du ihn schnell ausnüchtern musst, was machst du dann? Behalte es für dich, aber ab und zu, wenn ich mit ihm reden musste, habe ich ihn in einen See geworfen. Das ist ein Versuch wert. Irgendwie muss ich den Trunkenbold doch retten können. So einfach. Oh, komm mal her, ja. Dumm, die dumm, die dumm. Oh, Mittel, da unten ist ein See. Sachen gibt. Mensch, ne, wollen wir noch mal. Na, reicht vielleicht auch schon hier? Na, geht doch. Hey, du, warte. Gut geschlafen? So behandelt man keinen erwachsenen Mann. Meine Güte. Ich suche nach Cheolbert. Dem verweichlichten Sachsen? Dem nächsten Aldermann, ja. Er sagte, er will jagen gehen, um für Iva und die anderen ein Festmahl zu bereiten. Ich weiß, dass er jagen wollte. Aber wo? Bei einer Höhle in der Nähe. Folge dem Fluss, den Berg hinauf. Südlich von hier. Das reicht für den Anfang. Danke. Okay. Irgendwo da. Na gut. Gut, irgendwo hier sagst du. Er folgte dem Fluss. Ah ja, da. Gut, dann gehen wir hier rüber. Ich hoff's. Komm, als ob du hier nicht rüber kannst, würde ich schon sagen, ey. Okay, Moment, ich muss absteigen, ey, das geht so nicht. Boah. Tut mir leid, Wolfi, aber... Okay, weiter im Text. Moment, halt. Zeig mir, was vor uns liegt. Ja, wahrscheinlich ist er da oben drauf, ne? Oder? Wie kommen wir denn da drauf? Komm ich da irgendwie? Nö. Oder hier in der Höhle? Was ist hier geschehen? Das sieht nicht gut aus. Cheolbert, mach jetzt keinen Scheiß, ey. Aber nichtsdestotrotz, wie komme ich da auf die Plattform? Naja, nur so, ich sag mal, nenn's mal Interesse halb. Weil da halt eine Truhe ist.
So, weg mit dir. Eisen nehmen wir uns mal. Na gut, dann gehen wir dann doch mal in der Höhle suchen. Oh, auf jeden Fall ist hier viel Blut. Das ist grundsätzlich nicht gut. Okay, da liegt ein toter Wolf. Hier noch mehr Blut. Moment, hier hat doch gerade irgendwas. Oh. Hä? Moment. Alter, jetzt geh doch. Alter, Evo, jetzt geh hier durch. Gibt's doch nicht. Da liegt Cheolberts Bogen. Wieso? Okay. Ist hier noch was zum Plündern? Nee, okay. Springt denn hier was an? So, Moment. Oder ist das hier? Hä? Oh, hier kann ich doch. Ich kann es leider nicht plündern. Ach man, dann lass mich in Ruhe. So, weiter hier. Mann. Hab keinen Bock und keine Zeit, mich um Bugs zu kümmern. So. Maul halten, Löwe wollte ich jetzt gerade schon sagen. Dreckige Wölfe. Okay, noch mehr Blut. Tierspuren und Blut. Nicht von einem Schwein. Ein Wolf, der etwas durch den Dreck gezogen hat. Okay, was habe ich jetzt davon? Mensch. Oh, das hast du jetzt davon. Oh. Da liegt wer. Ist jetzt nicht so gut. Moment. Hier ist etwas Goldenes. Geobert, halte durch. Das. Oh oh. Okay. Ist hier noch irgendwas zu plündern? Nee. Doch, hier. Das Skelett hat noch irgendwas. Nämlich ein Silber. Warum auch immer. Wo auch immer das versteckt war, man weiß es nicht. So. Bei Freyas Tränen. Geobert, du lebst. Ich. Bleib ruhig. Du bist schwer verletzt. Ein Drache auf dem Griff. Götter. Das bretonische Wappen. Atme weiter, Junge. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bringe dich zu den anderen, um dich zu verabschieden. Ich bringe dich zu den anderen. Ganz vorsichtig. Oh oh. Moment, wo muss ich denn lang? Ah, doch, ich muss da lang, okay. Oh shit. Hä? Hallo? Oh Gott, Moment, wo ging es lang? Hier? Alter, immer diese Hindernisse. Psst, schone deine Kräfte. Okay, wieso? Okay, ich kann anscheinend nicht springen, wenn ich einen auf dem Rücken habe. Mann, wo muss ich denn hier lang? Ah, hier?
Nee. Auch nicht. Hier war die Kammer. Na geil. Hallo, Leute. Wo ist hier ein... Wo muss ich hier lang zum Ausgang? So. Ah! Boah, hier, ey. Alter. Ja, da kann sie unter durchrutschen. Ist klar, Evo. Mann. Ruhig, Gilbert. Wir sind bald unter Freunden. Oh, wo ist mein Pferdchen? Pferdchen, komm her. Du wirst gebraucht. Hier. Nee. Das geht schneller. Einfach atmen, Gilbert. Wir sind gleich da. Einfach atmen, das sagt sich immer so leicht. Ja, komm, Wölfe, nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wo ist Brav? Na, wieso springst du denn hier, Mann? Egal. Oh, macht Platz. Holt die Sanis. Bei der Hand Thors. Eivor, was ist geschehen? Nein. Du törichter Junge, was hast du getan? Ich habe ihn tief in einer Höhle gefunden, von Wölfen umringt. Eivor. Ruhig, Bursche, ganz ruhig. Eivor. Gib mir eine Axt, und zwar sofort! Eivor, er ist tot. Eine Axt! Sein Gott wird ihn zu sich nehmen, auch ohne Axt. Dann geh du zu deinem Gott, Junge, und ich singe für dich in Valhall. Das war kein Wolf. Sag mir, was geschehen ist. Okay. Da war ein bretonischer Dolch. Ist jetzt die Frage. War das wirklich einer von den Bretonen oder ne, irgendeiner, der keinen Frieden will? Man weiß es nicht. Wir haben ihn nicht beschützt. Okay. Was bedeutet Krieg? Das waren die Bretonen. Es ist halt... eigentlich will ich... das erste oder das dritte? Fuck. Immer diese schweren Entscheidungen. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwas Spielentscheidendes noch auslösen. Ich hoffe mal nicht. Na ja, komm. Das waren Bretonen. Diese Klinge steckte in seiner Brust. Ein bretonischer Dolch. Rodri! Aber warum? Du hast deinen Bruder ermordet. Dachtest du, er würde es dabei belassen? Ich hab dir gesagt, wie hinterhältig er ist. Frieden war nie sein Ziel. Er will Blut für Blut. Bischof Djorlaf, hier drüben. Die Mauern seiner Feste vermögen ihn nicht zu schützen. Ich treibe ihm diesen Dolch in die Lunge. Dann müssen wir uns beeilen. Zuschlagen, ehe Rodri mit dieser Heimtücke davonkommt. Diesmal keine Gnade, Wolfsmal. Diesen dummen Haufen Leofrid hast du verschont. Rodri kommt nicht davon. Das schwöre ich. Gütiger Gott, was ist geschehen? Gilbert! Ermordet. Möge der Herr, der dich von der Sünde befreit, dich retten und zu sich nehmen. Schick die Leiche zu seinem Vater. Er wird ihn christlich bestatten wollen. Königin Angarad sagte, Rodri hätte sich in der Feste Kaustow verschanzt. Entweder eine Lüge oder ein Versehen. Wir sollten es herausfinden. Wir können unweit der Feste ein Lager aufschlagen und sie gemeinsam auskundschaften. Ein guter Plan. Wir gehen sofort. Gut. Und denk dran, Rodri gehört mir. Bei der Hand Tor. Jack Hoyle, das ist dumm für dich gelaufen. Sagen wir es, wie es ist. Der blutige Weg zum Frieden abgeschlossen.
hören. Ja, zwei Fertigkeitspunkte, natürlich. Wie geht es dir nach alledem, Bischof? Ich bin zutiefst erschüttert. Cheolbert wäre ein guter Aldermann gewesen und eines Tages ein guter König. Ein König, erzogen mit der Kriegskunst der Wikinger und christlichem Mitgefühl. Er wäre ein großer Mann geworden. So, das mag durchaus sein, sorry.